Hallo ihr Lieben, hier sind die Hausis Tanja und Thorsten. Und heute gibt es wieder ein Spiel, zwei Meinungen. Und zwar mit dem Kingdom Builder von Queen Games. Das haben wir euch ja auch schon mal in einer Spielvorstellung gezeigt. Und ja, heute wollen wir euch nochmal ausführlich dazu unsere Meinung sagen. Genau. Soll ich mal anfangen? Ja, fang du mal an. Ja, also Queen Games, mir persönlich gefällt das Spiel nach wie vor immer noch sehr gut. Das Spiel hat mal ein Freund von uns mit aus der Spielemesse mitgebracht. Seitdem bleibt es als Dauerleihgabe bei uns. Ja, wir spielen es also immer noch gern. Mir persönlich gefallen die Spiele von Queen Games ja immer sehr gut. Hier bei Kingdom Builder ist das Material genauso gut. Genauso gut wie bei den anderen Produktionen. Wir haben stabile Pappe bei den Spielbögen. Die Holzhäuser, die hier Siedlungen darstellen für uns zum Setzen, sind, was ich sehr schön finde, genau die gleichen Häuschen wie bei Siedler von Catan. Also auch aus Holz. Und dadurch, dass wir insgesamt 8 Bögen haben, aber immer nur 4 zum Einsatz kommen, haben wir tatsächlich eine schöne Varianz, dass man, glaube ich, bisher nicht einen Spielplan hatte, der in einer Partie wie der andere ausschaute. Und durch die Kingdom Builder Karten, die natürlich dann die Siegpunkte auch noch etwas anders setzen, richtet das Ganze immer eine neue Strategie aus. Und das macht das Spiel echt vielfältig. Ja. Oder was meinst du? Ja, es macht sehr viel Spaß. Was hechelst du denn so, Hund? Komm her, Tiffi. Komm her. Komm her. Komm her, Tiffi. Komm her. Komm. Noch Platz. Noch Platz. Oder so. Ja, das Spiel ist schon etwas älter. Das ist ja Spiel des Jahres 2012 gewesen. Und ja, wie Thorsten schon sagte, wir spielen es immer noch gerne und auf jeden Fall kommt es auch weiterhin auf unseren Spieltisch. Und solange wir es als Leihgabe bei uns im Schrank haben, kann man es ja auch spielen. Ansonsten würden wir uns natürlich auch für die Erweiterung irgendwann vielleicht interessieren. Da gibt es ein paar von mittlerweile, glaube ich. Ja, also die haben wir noch nicht selbst ausprobiert, oder? Nein, wir haben noch keine. Nein, die haben wir noch nicht und wir haben sie auch noch nicht ausprobiert. Wäre vielleicht mal etwas, was wir uns auf unsere Wunschliste setzen könnten. Und ansonsten, ja, was ich auch schön finde, ich mag es ja, wenn irgendwelche Spielmaterialien dabei sind, die auch aus Holz sind. Also ich habe das ja schon mal gesagt, ich mag kein Plastik bei den Spielen. Wenn jetzt irgendwelche, zum Beispiel manchmal in manchen Spielen sind ja irgendwelche Kristalle, irgendwelche Steinchen aus Plastik und das mag ich überhaupt nicht. Tschüss, und Tiffi. Ja, tschüss Hund. Also was hier die ganze Zeit so gehechelt hat, das waren nicht wir, das war der Hund, falls das im Mikrofon zu hören ist. Also das war der Hund. Ist wieder warm bei uns. Ist wieder warm, genau. Und ja, das Artwork, das finde ich auch ganz schön. Also mir gefällt es. Ist es nicht zu überlastet, nicht zu überladen. Und ich finde es schön, wenn man übersichtlich genau sieht, was beim Spiel alles erwartet wird. Ich bin halt jemand, der gerne Spiele spielt mit übersichtlichem Spielmaterial und nicht zu viel Spielmaterial. Und, du magst keinen Bling-Bling? Ich mag keinen Bling-Bling in Spielen, nein. Also desto mehr Spielmaterial, desto erschreckender finde ich es. Also ich mag lieber klare, strukturierte Spiele und nicht viel Material.
Das finde ich ganz schön. Und Strategiespiele mache ich ja sowieso. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch ein Spiel, was ich gerne spiele und was ich auch gerne weiterempfehlen kann. Ja, nicht nur du, das kann ich auch so weitergeben. Das Spiel ist immer eine Empfehlung wert. Vor allem, weil es also wirklich auch schnell erlernt ist, aber schwierig zu meistern und es ist schnell gespielt und es macht süchtig. Man will immer danach noch eine Revanche und noch mal spielen und noch mal spielen. Ja, und vor allen Dingen das Schöne ist das natürlich auch ein Spiel, weil das nicht so lange dauert, das Spiel. Das eins sind, ich glaube, 45 Minuten oder eine halbe Stunde oder was gibt's, was steht auf dem Karton? Auf dem Karton stehen 45 Minuten. Also das kommt ja auch, je nachdem, mit wie vielen Leuten man das spielt, kann das schon hinkommen. Das heißt, es ist auch ein ideales Spiel, was man am Anfang einer Spielrunde spielen kann oder eines Spielabends oder halt als Absacker, bevor man schlafen geht. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was halt nicht so viele Regeln hat. Das heißt, man kann es auch schnell jemand Neuen beibringen, weil nicht so viel zu lernen ist dabei. Genau. Was sollst du noch dazu sagen? Ja, im Grunde hast du mir schon eine Sache vorweggenommen, das sind eben halt mit den Erweiterungen. Insgesamt gibt es, glaube ich, drei oder vier große. Und wie man es von Queen Games kennt, gibt es auch eine ganz große Big Box, nennen die sie da ja immer. Special Boxer, okay. Ne, die heißen dann Big Box, dann auch von Kingdom Builder gibt es die auch. Da sind, glaube ich, dann drei oder vier Erweiterungsboxen mit drin. Wobei ich die leider so im Warenhandel nicht mehr gesehen habe, weder online noch in den Einzelhandel selbst. Ja, man müsste mal gebraucht irgendwie schauen, auf dem Trödelmarkt oder so. Vielleicht redet man ja da etwas. Oder wenn wir auf der nächsten Spielmesse sind, jetzt, die ist ja auch schon wieder bald, die nächste Spiel. Komm in nahen Schritten schnell ran, ne? Kommt schnell und da werden wir auf jeden Fall auch da sein und da geben wir euch aber auch noch ein paar Informationen demnächst hier auf unserem Kanal. Also bleibt dran. Und ja, wenn euch das Spiel jetzt interessiert und ihr es vielleicht noch nicht kennt, ihr ein bisschen mehr Informationen noch zu dem Spiel haben wollt, dann empfehle ich euch hier oben, da ist das Video verlinkt mit der Spielvorstellung. Ja. Wir sagen Tschüss, die Hausis, Tanja. Und Thorsten. Und nicht vergessen, Dienstags ist immer ein Spiel, zwei Meinungen mit uns. Bis dahin. Hallo ihr Lieben, hier sind die Hausis, Tanja. Und Thorsten. Und heute gibt es wieder das Wort zum Zum Spielen, nein. Dienstag. Nochmal. So viel Trubel, ne? Ja, das Spiel ist schon etwas älter, hat ja den Cut.